Hallo. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Hans Hebert von Rudersdorf, richtig? Wen wollen Sie sprechen? Und schön, Sie zu erreichen. Mein Name ist Adrian Bianchi von der Informationszentrale aus Berlin. Von der Informationszentrale aus Berlin? Ja. Ja, worüber möchten Sie mich denn informieren? Und wurde ich von der Zentralbank beauftragt, Sie darüber zu informieren, dass Sie einen Gewinn erzielt haben im Wert von 49.800 Euro. Das ist ja klasse, dann gib mal schnell her die Kohle. Danke. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus dazu, mein Lieber. Herzlichen Glückwunsch, ne? Herzlichen Glückwunsch. Ja. Vielen Dank. Und bitteschön, mein Lieber. Und Ihr Name wurde am Freitagabend gezogen, per Zufallsgenerator. Sie das haben ja den dritten Platz erzielt. Deswegen steht Ihnen, Sie haben den dritten Platz erzielt, deswegen steht Ihnen der Gewinn auch rechtmäßig zu. Was ist das ja toll, ne? Dankeschön. Bitteschön, mein Lieber. Und Sie brauchen keine Sorge zu machen. Ihre Gewinn ist Ihre Gewinn. Denken Sie bitte positiv. Okay? Bitte was? Hinten ist das so laut bei Ihnen. Ich kann Sie schlecht verstehen. Da schreit jemand so. Entschuldigung, Sie sagen, mein Lieber. Sagen Sie mal der Frau, sie soll leise sein. Ich höre sie gar nicht. Und mein lieber Herr, bei mir steht 49.800 Euro gewonnen. Dem Gewinn bekommen Sie steuerfrei, aber die Transportkosten müssen Sie selber enttragen. Transportkosten? Kommt da der Geldbote mit dem Koffer? Ist das ein hübscher Mann? Hat der auch einen Ausweis? Mein Lieber, haben Sie früher gewohnt? Was habe ich früher gewohnt? Im Altenheim, ja. Okay. Und mein Lieber, dass Sie bezahlen Sie nicht im Voraus, sondern erst bei der Geldübergabe. Und dann, Sie werden einen Anruf von der Sicherheitsfirma haben, die für Sie beauftragt wurden, damit Sie mehr Informationen erhalten, wann der Gewinn geliefert wird und was Sie bei der Geldübergabe brauchen. Ja. Und Sie werden auch eine Rücknummer haben von der Sicherheitsfirma, Leute, damit Sie sich melden können. Eine was werde ich haben? Und mein Lieber, gleich bekommen Sie einen Anruf, damit Sie mal erfahren, wie es weiterläuft. Okay, jetzt gleich soll ich am Telefon bleiben? Ja. Und mein Lieber, ja? Den Gewinn bekommen heute in Bar. Und Sie wohnen in Bayreuth? Das kommt heute in Bar? Ja. Und Sie wohnen in Bayreuth? Ja, ich wohne in Bayreuth. Quatsch, 9C. 9C, okay. Und die Postleitzahl ist 95445, richtig? Ja. Okay, super. Und mein lieber Herr, Sie sind geboren am 4.9.1951? Ja. Okay. Und Sie sind bei der Sparkasse Zwickau als Kunde mit der Kontonummer am Ende 23550510. Natürlich. Richtig? Ja, ja. Super. Und mein Lieber, hiermit ist meine Aufgabe. Erledigt, bleiben Sie bitte vorbereitet, denn gleich bekommen Sie einen Anruf, damit Sie mehr erfahren, wie es weiterläuft. Wie heißt denn der Anruf, damit das auch legitim ist? Mein Lieber, ich für das beste Glück, ich habe keine Information mehr. Ach so, können wir ein Passwort machen für den Anruf? Mein Lieber, dann holen Sie sich ein Blatt Papier und einen Stift vor sich, damit Sie alle notwendigen Informationen aufschreiben können. Ich habe schon einen Stift hier liegen, ja. Okay, super, mein Lieber. Und ich möchte Ihnen nicht mehr viel Zeit in Ausführung nehmen. Ja. Ich danke Ihnen zuerst mal. Bleiben Sie gesund und viel Spaß beim Geld ausgeben. Ja, vielen Dank. Einen wunderschönen Tag für Sie, ne? Ich wünsche Ihnen auch. Danke, tschüss. Und bitte nicht vergessen, gleich bekommen Sie einen Anruf. Ja, ich bleibe am Telefon, ne? Bis dann, tschüssi. Super, bis dann, mein Lieber. Tschüss. Oh Leute, das wird interessant. Geldübergabe heute, die wollen nach Bayreuth kommen. Jetzt bin ich echt gespannt, wenn dieser Anruf kommt. Ich habe jetzt gerade noch mal korrigiert, weil ich nehme ja immer Straßennummern und sowas, was es überhaupt nicht gibt. Ich suche mir eine kleine Straße mit 10 Häusern und habe da Nummer 112 oder 98D oder sowas.
Jetzt habe ich extra nochmal auf 9 korrigiert, weil wenn die mich jetzt wirklich anrufen und sagen, um 15 Uhr sind die hier, ist das nächste, was ich mache, direkt bei den Cops in Bayreuth anrufen und sagen, hier, da und da, da kommt die Geldwäschemafia, da könnt ihr welche packen. Oh, Freunde, das wäre so geil. Und da würde ich mich so freuen. Drückt mir die Daumen. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag, Herr von Rudersdorf, richtig? Am Telefon. Anna Groß ist mein Name von der Delta Security Geld- und Werttransportunternehmen. Mein lieber Herr, Sie haben mit meiner Kollegin gerade eben gesprochen, richtig? Ja. Es geht über Ihre Gewinn, mein lieber Herr. Das heißt, am Freitagabend gab es eine Jubiläumsfeier. Sie haben den 3. Platz erzielt. Sie haben noch nie was gewonnen. Das ist der erste Gewinn in Ihrem Leben. Stimmt es soweit? Ja, das ist richtig. Ich freue mich extrem. Möchte auch noch mal vielen Dank sagen. Bitteschön. Mein lieber Herr, das heißt, ich werde Ihnen den Ablauf der Auslieferung erklären, ja, damit wir keine Komplikationen entstehen. Haben Sie bitte einen Blatt Papier und einen Stift vor sich, um wichtige Informationen aufzuschreiben. Ja, da muss ich mal gucken. Reicht ein kleiner Zettel oder muss ich viel aufschreiben? Nee, nehmen Sie einen Zettel. Ja, einen nicht Moment so groß. Bitte. Ja. Ja, ich kann nicht mehr so gut laufen. Ne? Ich muss das eben erst holen. Ich habe aber so ein Telefon zum Tragen. Ich nehme Sie mit. Oh Mann, das ist ja ganz toll. Da habe ich mich ja gerade so gefreut. Ne, das können Sie gar nicht glauben. Das ist großartig. Natürlich, mein lieber Herr, wir verstehen euch auch. Ja. Weil heutzutage gibt auch viele Betrügerei, Lügerei am Telefon. Ja. Aber am Ende des Tages, mein lieber Herr, Sie sehen das und Sie sagen mir, danke, Frau Anna Groß, ich habe meinen Gewinn bekommen und Sie bedanken mich. Ja, das ist doch großartig. Ich danke Ihnen vielmals. Bitte schön. So, ich habe jetzt was zu schreiben. Was soll ich denn notieren? Okay, notieren Sie sich bitte erstmal meinen Namen. Ja. Anna Groß, wie klein. Ja, schreiben Sie sich mit Schafes oder mit Doppel Siegfried? Ja, mit Double S. Mit Doppel S, gut, habe ich aufgeschrieben. Okay, schreiben Sie bitte Ihren Gewinn. 49.800 Euro. Das ist ja fantastisch. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch nochmal von meinem Herz, Herr. Danke. Dankeschön. So, mein lieber Herr, es wird ein gepanzerter Lieferwagen zu Ihnen kommen. Ja. Mit zwei Sicherheitsleuten und einem Notar, der natürlich alles begläubigen muss. Ja. Bitte halten Sie Ihren Personalausweis bereit, damit Sie sich auch identifizieren können, ja? Und brauchen Sie einen Personalausweis oder Reisepass? Reisepass können Sie auch, gar kein Problem. Ja, das ist gut, weil mein Ausweis, da hatte ich neulich den Kaffee draufgestellt, da brauche ich einen neuen, der ist kaputt gegangen. Okay, gar kein Problem, können Sie auch mit Ihrem Reisepass machen. Gut. Mein lieber Herr, so. Ich kläre Sie kurz. Das heißt, die Sicherheitsleute und die staatliche Notar mit ihren Gewinnen sind schon beliefert, sind schon auf dem Weg. Maximal in 2 Stunden sind bei Ihnen. Und sind Sie auch bestimmt zu Hause in 2 Stunden, ja? Ich bin zu Hause, ja. Sehr schön. Für die Transportkosten müssen Sie persönlich aufkommen. Das hat die Gewinnzentrale bei Ihrem Gewinner so bestimmt. Die Transportkosten bei dieser Gewinnsumme normalerweise sind 3.000 Euro, aber da Sie neue Kunden, Sie neue Gewinner sind, Sie müssen nur 1.500 Euro zahlen. Oh, das geht diese ja noch. Diese Kosten müssen Sie nicht im Voraus bezahlen, sondern erst bei der Geldübergabe. Ja. Und wichtig zu wissen ist, dass die Zahlung nicht mit Bargeld getätigt wird aus Sicherheitsgründen. Ja. Deswegen geben Sie dem Sicherheitsdienst auch keine Trinkgeldbitte, denn die dürfen dies auch nicht annehmen. Na gut. Das verstehen Sie bestimmt, oder? Ja, so Bestechung und sowas. Ne, da will ich ja nicht in Schwulitäten kommen. Die Bezahlung wird in einer elektronischen Währung getätigt, und zwar mit der Wunschgutscheinkarte. Haben Sie bis heute was gehört für die Wunschgutscheinkarte?
Das ist doch das, was man bei den ganzen Geschäften einsetzen kann. Ja, die Wunschgutscheinkarte sehen aus wie ganz normale Gutscheine, ja. Eben mit mehreren Möglichkeiten. Diese ja. gibt es in verschiedenen Summen. 15 Euro ist die Minimumsumme und ja. die 150 Euro ist die höchste Summe. Die Wunschgutscheinkarte können Sie überall besorgen. Beim Aldi, beim Lidl, beim Rewe, Rossmann, DM, Mediamarkt. Überall können Sie das besorgen. Wo kaufen Sie denn ein, bitte? Was haben Sie in der Nähe? Na, ich gehe immer hier. Ich lasse mich vom Taxi immer zu meinem Lieblingsnetto fahren. Lieblingsnetto? Ja. Sie besorgen, das heißt, Sie kaufen beim Netto ein, ja? Ja, ich muss da jetzt sowieso gleich hin, weil ich noch was bei der Apotheke holen muss. Und dann kaufe Aha. ich das gleich. Okay, mein lieber Herr, das heißt 10 Stück 150 Euro, weil 15 Euro ist die Minimumsumme von der Wunschgutscheinkarte. Ach so. Und die 150 Euro ist die höchste Summe. Das heißt, die Wunschgutscheinkarte, das heißt, sehen aus wie ganz normale Gutscheine, nur eben mit mehreren Möglichkeiten. Und die, das heißt, Wunsch ist mit Rot geschrieben, Gutschein ist mit Schwarz. Da oben ist ein rotes Herz, da steht ein Gutschein für 500 Shops und über 5000 Filialen. Ja, ich kenne das. Ich kaufe das manchmal für meinen Enkelsohn zum Geburtstag. Ich kenne diese Karte. Ah, Sie kennen die Wunschgutscheinkarte? Ich kenne das. Okay, mein lieber Herr, schreiben Sie bitte in, das heißt, in der Zettel. Ja? Schreiben Sie in Zettel. Ich habe den Zettel hier, ja, was soll ich aufschreiben? Wunsch. Wunsch. Gutschein. Ja. Karte. Ja. In Höhe von 1500 Euro. Ja. Wunschgutscheinkarte, haben Sie? Ich habe das aufgeschrieben. Oh nee, das ist falsch. Das ist die Nummer 9, ist das. Haus Nummer 9. Warten Sie kurz. Ja. Nummer 9 in Bayreuth. Ja, Bayreuth, 95447. Dann einfach reinkommen und klingeln, weil sollen die, weil ich kann nicht mehr so gut laufen, sonst würde ich draußen warten, aber das ist nicht so gut. Okay, kein Problem. Mein lieber Herr, ich habe Ihnen doch alles erklärt. Ja. Das heißt, die Sicherheitsleute mit dem staatlichen Notar mit ihren Gewinnen sind schon beliefert, sind schon auf dem Weg. Das heißt, heute ist ein großer Tag für Sie, Montag, 29.01.2024. Ja. Sie bekommen heute Ihren Gewinn. Sie haben noch nie was, eine große Dank. Was bekommen. Und natürlich, mein lieber Herr, das heißt, ich habe eine Frage, weil ich habe vergessen. Wollen Sie Ihren Gewinn anonym belassen oder wollen Sie die Presse dabei haben? Nee, das machen wir anonym. Ne? Anonym ist am besten. Gibt so viele böse Leute, das will ich nicht. Ganz genau, okay. Anonym ist am besten. Sie haben eine gesetzliche Schweigepflicht. Sie dürfen mit niemand reden, bis Ihr Gewinn bei Ihnen ist, okay? Ja, natürlich. Nicht, dass das noch einer klaut. Das muss ja alles Sicherheit und so, ne? Okay. Mein lieber Herr, haben Sie eine Handynummer 01? Nee, ich habe nur ein Festnetztelefon. Was heißt Handynummer? Sie haben das nicht. Nee, ist kaputt gerade. Ich habe so ein großes mit so großen Tasten, ne? Damit ich das halt auch alles gut sehen kann. Aber das ist mir runtergefallen. Ich habe jetzt gerade nur mein Festnetztelefon zur Verfügung. Mhm, das heißt nur Festnetz. Ja. Okay, warten Sie kurz, ich prüfe was. Machen Sie sich bitte fertig mit Umziehen. Ja. Und das heißt, gehen Sie beim Laden, beim Netto ein, ja? Ja. In Bayreuth, warten Sie kurz. Das heißt, Sie brauchen maximal 5 Minuten mit dem Auto, ja? Ja, doch. Und dann, was sollen wir sagen, so um 12 bei mir zu Hause? Maximal um 12 Uhr, ja, sind die Sicherheitsleute bei Ihnen. Können Sie mir das ein bisschen genauer sagen? Ja, um 12. Um 12 dann. Um 12. Ja, maximal um 12. Kann sein, das heißt Viertel vor 12 und sowas, halb vor 12, aber maximal um 12 Uhr sind bei Ihnen. Ja, das können wir machen. Okay, mein lieber Herr, das heißt, Sie haben auch Rewe in der Nähe, Edeka, Markt, Rüger ist in der Nähe. Ja, ich hole mir das schnell, das ist kein Problem. 1500 haben Sie gesagt, ne? Ja, 1500 Euro. Oh, das ist klasse.
Wunschgutscheinkarte. Normalerweise, mein lieber Herr, Sie müssen 3.000 Euro zahlen, aber da Sie neue Kunden sind, neue Gewinner sind, Sie müssen nur 1.500 Euro bezahlen. Das ist super. Am Ende des Tages, mein lieber Herr, Sie sehen das und ich schwöre Ihnen das, heute Sie bekommen Ihren Gewinn, vertrauen Klasse. Sie das. Am Ende des Tages, Sie sehen das. Oh, ist das klasse. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen. Sie haben mich alleine? Sehr glücklich. Ja, ich lebe alleine. Meine Frau ist schon länger gestorben. Beileid für Ihre Frau. Dankeschön. Haben Sie Kinder? Bitte? Haben Sie Kinder? Ja, aber die wohnen ganz weit weg. Ne? Der eine wohnt in Hamburg, einer wohnt in Berlin und einer ist nach Großbritannien rüber. Britannien? Ja, also nach England rüber, so allgemein England. Geläufig, ja. Die vermisse ich sonst, ja. Aber dann kann ich den ja mal besuchen mit dem, da kann ich mir einen Flug leisten. Mein lieber Herr, das heißt, sind Sie Deutscher, ja? Ja, natürlich. Okay. Ja. So, okay. Brauchen Sie einen Staatsangehörigkeitsnachweis irgendwie? Nee, ich habe nur gefragt. Ja. Ich habe nur gefragt. Das ist nett. Okay. Haben Sie Auto oder haben Sie nicht? Nee, ich lasse mich vom Taxi. Ich kann nicht mehr so gut gucken. Ich darf nicht mehr fahren. Ich hole mir ein Taxi und dann fahre ich jetzt gleich rum. Okay, Sie fahren erstmal beim Apotheke? Genau, oder, dann hole ich den Gutschein und dann treffen wir uns um 12 bei mir zu Hause, ja? Um 12? Ja, bis dahin bin ich wieder da. Ne? Bei der Apotheke kann das ja auch mal dauern, ne? Wenn da viele Leute sind. Okay, kein Problem. Ne? Kein Problem. Danach, Sie gehen beim Netto oder beim Edeka oder beim Rewe, überall können genau. Sie das besorgen. Nicht vergessen, mein lieber Herr, weil wir brauchen keine anderen Gutscheine, sondern Wunsch mit Rot, Gutschein mit Schwarz. Da oben ist ein rotes Herz, da steht ein Gutschein für 500 Shops und über 5000 Filialen. Ja. H&M, IKEA, Amazon.de, Douglas, Otto Poco, alle Sachen sind da. Wunsch mit Rot, das Gutschein mit Schwarz. Das rote Herz, das da drauf ist, ne? Das hat aber nichts mit dem roten Herz in Emskirchen zu tun, oder? Hätte ja sein können. Das heißt, Wunsch ist mit Rot geschrieben, Gutschein mit Schwarz. Das sind die richtige Karte. Ja, das kenne ich. Okay. Und mein lieber Herr, bleiben Sie bitte ganze Zeit anonym, weil Sie dürfen mit niemand reden, bis Ihr Gewinn bei Ihnen ist. Okay? Ja, ich weiß, das ist mir zu gefährlich. Ich habe im Schlafzimmer, habe ich hinter dem Bett, da habe ich extra so einen Hebel, da habe ich einen kleinen Tresor. Ne? Das ist immer alles gut versteckt. Das würde ich ja auch keinem erzählen. Okay. Ich habe das alles erklärt. Haben Sie noch welche Fragen, bitte, die ich gerne beantworten kann? Nochmal bitte? Haben Sie bitte welche Fragen, die ich gerne beantworten kann? Ach so, ja. Können Sie mir sagen, wie diese Sicherheitsleute heißen, dass die oder haben die einen Ausweis dabei, dass man das gucken kann? Natürlich, mein lieber Herr, die Sicherheitsleute, die Notar, das heißt mit Personalausweis und auch Reisepass haben. Das ist gut. Ich habe den Reisepass dabei. Okay, und das war ja die Firma, das habe ich mir aufgeschrieben, Delta Security Geld und Wehrtransport, ja? Transportunternehmen, ja. Ja, und die kommen dann mit so einem Kastenwagen, haben Sie gesagt, ne? Ja, ganz genau. Und das heißt, sind zwei Sicherheitsleuten und einem Notar. Die Notarin heißt Monika Stern, wie den Stern. Monika, die ist auch dabei, ja? Ja, die ist auch dabei, die Notarin. Das ist gut. Darf ich den Kaffee anbieten oder ist das auch verboten? Natürlich können Sie auch Kaffee trinken. Ja. Natürlich Kaffee trinken. Sie müssen auch Kuchen und sowas. Und natürlich, mein lieber Herr, Sie prüfen Ihren Gewinn mit den Notaren. Sie zielen Ihren Gewinn. Sie unterschreiben das. Danach Sie geben die Personalausweis, Audi-Wunsch-Gutscheinkarte. Alles sind Hand auf Hand, Gesicht für Gesicht. Das habe ich jetzt nicht verstanden mit den Händen. Was war da? Ich habe Ihnen gesagt, erstmal Gewinn in Ihrer Hand. Sie prüfen Ihren Gewinn mit den Notaren. Sie zielen Ihren Gewinn. Sie unterschreiben das. Danach Sie geben die Personalausweis oder Ihre Reisepass. Ja. Auch die Wunschgutscheinkarte. Aber erstmal, Sie prüfen Ihren Gewinn, Sie zielen Ihren Gewinn mit den Notaren. Okay? Gut. Okay. Dann machen wir das so. Ich habe das alles verstanden. Ich habe mir das aufgeschrieben. Dann rufe ich jetzt gleich mein Taxi und dann kommen die um 12 zu mir mit dem Geld, ja? Wer kommt bei Ihnen Taxi mit dem Geld? Nee, die Leute, ich fahre mit dem Taxi den
den Gutschein holen und ihre Leute kommen dann um 12 zu mir. Ja, ganz genau. Das wann meine sind Sie wieder, wann sind Sie wieder zurück? Circa halbe Stunde, so 40 Minuten, eine Stunde. Na, ich hätte gesagt, so 11.30 Uhr bin ich wieder da, ne? Weil Apotheke dauert immer ein bisschen. Ne? Da muss noch Blutdruck gemessen werden. Ich soll noch gewogen werden heute wegen Diabetes und so. Also um 11.30 Uhr, 12 Uhr bin ich wieder da, spätestens. Spätestens, okay. Ja. Geboren am 4.9.51, ja? Genau, genau. Bin schon ein bisschen älter, ne? Aber Sie haben eine junge Stimme. Komplimente für Sie. Ja, ich habe nie geraucht, nie getrunken, habe immer viel Sport gemacht. Ich bin früher Bauer gewesen, ne? Also auch immer draußen und mit den Tieren und alles. Also ich bin jung geblieben, ne? Nur die Augen und die Beine machen nicht mehr so mit, ne? Sehr, das freut mich, mein lieber Herr, weil Sie haben Sport gemacht und sowas. Ja, Sie machen ja auch Sport. Und deswegen, das heißt, mein lieber Herr, ich habe Ihnen gesagt, das ist bei der Sparkasse Zwickau als Kunde. Ja. 2355051081, richtig? Genau. Wir haben alle Daten von Ihnen hier, das heißt, nicht vergessen, maximal um 11 Uhr, 11.30 Uhr, wir melden bei Ihnen, okay? Ja, also die kommen dann zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr bei mir zu Hause vorbei, ne? Ja, und wir melden bei Ihnen um 11 Uhr. Wir melden bei Ihnen, okay? Wie meinen Sie, dass Sie nochmal anrufen? Ganz genau so, ja. Alles klar, ab 11, wenn ich schon wieder da bin, gehe ich dran. Ansonsten kann es eine Minute dauern noch, ne? Okay, okay. Gehen Sie bitte jetzt, mich. Machen Sie sich bitte fertig, ja? Mit uns gehen. Ja? Heute ist ein großer Tag für Sie, Herr von Rudersdorf. Vielen und Dank. Alles, alles Gute, herzlichen Glückwunsch nochmal. Vielen Nicht Dank. Nicht vergessen, bleiben Sie anonym, reden Sie mit niemand über Ihren Gewinn, auch beim Laden, auch mit dem Taxi nicht. Das heißt, ich habe Ihnen gesagt, nicht vergessen, Wunschgutscheinkarte, okay? Wunschgutscheinkarte über 1.500 Euro, 10 Stück mal 150. Ich habe das aufgeschrieben. Oder 15 Karte, 100er. Kein Problem. Ja. Die Kombination geht auch. 50er, 100er, aber am besten 150. Probieren Sie das bitte. Wird alles gemacht. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch nochmal. Vielen Dank. Bis dann, mein lieber Herr. Bis ich hab dann. Sie lieb, vielen Dank. Ich hab auch lieb. Danke. Tschüss. Dann, tschüss. Scheiße. Hätte nie gedacht, das ist das erste Mal, dass ich so einen Geldcall kriege, Leute. Ich halte mich kurz, ich muss telefonieren. Hallo? Ist denn da? Hallo? Hallo, guten Tag, Herr Hans Herbert von Rudersdorf, ja? Von Rudersdorf ist am Telefon, ja. Wer ist da? Herr Jobs am Apparat. Es geht ja bei den Gewinn. Ja, genau, da sind Sie mir angekündigt worden. Ja, Sie haben ja also auch mit der Frau Anna Groß geredet. Also Sie sollten ja sich ja vorbereiten mit den Karten. Ja, ich bin vor 5 Minuten gerade nach Hause gekommen. Ich habe das alles. Okay, haben Sie? Ich habe alles besorgt, ja. Okay, wie viele Karten haben Sie bekommen? Ne, ich habe 10 Stück geholt, wie ich das mit der Frau Groß besprochen habe. Okay, 10 Stück jemals? Ja, ja. Nein, so 15 Stück zu 100 Euro, so rum 1.500 sollten das ja sein, ne? Also 15 Stück 100-Euro-Scheine. Nein, nicht 100-Euro-Scheine, Gutscheine habe ich geholt, nicht Bargeld. Wunschgutscheine habe ich hier. Ja, Wunschgutscheine, deswegen frage ich ja auch. Genau. Also können Sie mir mal sagen, wie die Karten dann aussehen? Na, das sind die mit dieser Geschenkpackung und der Schleife drauf, da ich hol die öfter für meinen Enkel und fürs Tierheim. Okay, also Sie sind sicher, dass das Wunschgutscheinkarten sind? Ja, Wunschgutschein. Ein Gutschein gleich 500 Shops und in über 5000 Filialen. Und da ist Amazon, H&M, Poco. IKEA, Otto, Poco und ja, Mediamarkt und all sowas drauf. Ne? Ich habe die geholt, ich habe die in den Umschlag reingepackt und habe den auch zugeklebt. Können Sie mir denn schon sagen, wann Ihre Leute denn jetzt vorbeikommen? Ja, die sollten so ungefähr eineinhalb Stunden da sein. Also in eineinhalb Stunden? So ungefähr. Eine Stunde, eineinhalb Stunden sollten die da sein.
Weil zu mir wurde gesagt, zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr. Ja, aber es gab ein bisschen Verkehr bei, auf dem Ach, Weg bei Ihnen. Deswegen, ja, wegen dem Schnee, also, ne? Ja, wahrscheinlich dafür. Ja. Also. Haben Sie denn eine Uhrzeit für mich? Also eine genaue Uhrzeit kann ich ja auch nicht sagen, aber ich denke mal 12.30 Uhr sollten die da sein, bestimmt. Gut, also sagen wir mal ungefähr eine Stunde noch. Ja. Das ist gut, also, Herr, weil ich muss nachher nämlich noch zum Arzt, ne? Also die, es wäre schon gut, wenn die dann zeitnah kommen. Okay, Herr Rudersdorf. Also es ist ja so, diese Karten, die Sie besorgt haben, die müssen wir ja auch prüfen, ob die aktiv oder unaktiv sind, ja. Das müssten Sie ja mit der Frau Groß machen, aber die ist ja jetzt ein bisschen beschäftigt. Also ja. Warten Sie mal kurz einen Moment, ich werde die jetzt also gleich nachfragen, dann können Sie weiterhin mit der Frau Groß besprechen, okay? Na gut. Falls nicht, dann muss ich mich ich persönlich dann mit Ihnen also weitermachen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was haben Sie gesagt? Falls die Frau Groß nicht Zeit hat, dann muss ich sie dann also persönlich aufschreiben. Also das heißt, Sie müssen dann mit mir reden. Ja, dann bleibe ich eben am Telefon und warte auf Sie, ja? Okay, warten Sie in der Leitung. Ja, danke. Hallo, Herr von Rudersdorf? Anwesend. Ja, Anna Groß bin ich hier. Ja. Sind Sie schon zurück? Ich bin vor schon 10 Minuten knapp nach Haus gekommen, ja. Ich habe schon Sorge Super. Gehabt, weil der Kollege eben, der hat einfach aufgelegt, mit dem ich gesprochen habe. Ah ja, ich war im Toilette deswegen. Ach so, das ist kein Problem. Ja, wenn man kacken okay. muss man kacken, das ist einfach so. Mein lieber Herr, ich habe Ihnen gesagt, waren Sie beim Laden? Ja, ich habe mich ja hinfahren lassen. Ich habe das geholt hier, diese 15 mal okay, 100 Euro habe ich geholt, wie Sie mir das gesagt haben. 15 mal 100? Ja, ja. 10 Stück 150 oder 15 mal 100? Nee, Sie haben insgesamt. 15 mal 100 Euro habe ich mir gegeben. 15 mal 100 Euro von der Wunschgutscheinkarte. Genau, ja. Genau. Wo haben Sie das besorgt? Beim Rewe hier. Beim Rewe hier. Haben Sie auch die Kassenbelege mitbekommen? Ja, ich gehe davon aus. Ich habe hier, sagen wir mal, die ganzen Unterlagen. Ne? Ich habe mir das einpacken Ach, lassen, super. Weil ich kann ja nicht mehr sehen. Ich bin ja blind. Oh. Okay, mein lieber Herr, das heißt, haben Sie auch, nehmen Sie eine Karte in der Hand, egal welche, bitte. Ja. Ja, ich hab das geprüft. Ich habe die alle in der Hand gehabt. Das sind echte Karten. Ne? Okay, mein lieber Herr, nehmen Sie in der Hand eine, egal welche bitte. Ich habe die jetzt schon in einen Umschlag reingepackt, extra mit Siegel drauf. Soll ich das wieder aufmachen? Nehmen Sie eine Karte, ja. Ja, dann muss ich erst den Umschlag aufmachen. Oh. Okay, ich bleibe in der Leitung. So, und jetzt soll ich einfach mal reingreifen. Okay, haben Sie in der Hand? Ja. Okay, das heißt, mein lieber Herr? Ich habe gezählt, okay. Das sind wirklich 15 Stück, ne? Okay. Nehmen Sie eine in der Hand? Habe ich in der Hand, ich spüre sie. Okay, machen Sie bitte die Karte auf. Ja. Machen Sie die Karte auf, ja. Ganz langsam. Ganz langsam. Warum? Warum ganz langsam? Sind die gefährlich? Wie Sie möchten. Ach so. die Karte ist offen, ja, und jetzt? Okay. Mein lieber Herr, drehen Sie bitte die Karte auf der Rückseite. Oh, ich weiß doch gar nicht, was die Vorder- und Rückseite ist. Drehen Sie in andere Seite. Ja, ja. Okay. Haben Sie, das heißt, Brille? Bitte? Haben Sie Brille? Ich bin blind. Eine Brille hilft bei mir nicht. Ich bin blind. Ah, sind Sie blind? Ja. Da steht mein Code drauf. Lesen Sie? Wie soll ich das denn lesen? Ich bin blind, junge okay. Frau. Sie sind alleine? Ja.
Okay. Und das heißt, wie können wir das machen, mein lieber Herr, weil wir müssen die Karte protokollieren. Das Na, heißt, können Sie, das heißt, haben Sie, das haben macht Sie ja das der heißt Notar nachgefragt? dann, ne? Das macht ja der Notar Ja, dann nachher. aber mein lieber Herr, hören Sie mich mal zu. Wir müssen die Karte protokollieren, weil die Kontrollabteilung schließt um 11:30 Uhr maximal. Das heißt, um 11:45 Uhr Minuten schließt. Ja. Deswegen, wir müssen die Karte protokollieren. Wie spät Das ist heißt, es haben denn Sie dann jetzt? einen Ich Nachbar? kann es ja nicht Jetzt sehen. ist es 11:20 Uhr. Ach so, ja, das. Aber die wollten doch eigentlich Und um 11:30 kommen. mein lieber Herr, das heißt, maximal um 12 sind bei Ihnen. Ja, das ist doch gut, dann können wir das ja dann machen. Ich kann das jetzt ja nicht ändern, dass ich nichts mehr sehen kann. Mein lieber Herr, haben Sie einen Nachbar? Ich habe viele Nachbarn, ne? Rechts und links, da Okay. wohnt die. Okay, Der eine okay. ist von den Würden Hells Sie das? Angels, der andere ist auch irgend so ein Rocker, aber die wohnen da, ne? Okay, und können Sie bei einem Nachbar gehen, das heißt die Karte sagen Sie frei rubbeln und die das heißt mir das heißt alles erzählen und können wir das mit Ihrem Nachbar das heißt Ja, protokollieren? Können Sie das machen? wie soll ich da denn hinkommen? Ich kann doch nichts sehen. Ich bin blind, falls Sie mich nicht Mein verstanden lieber haben. Herr, Sie waren beim Laden und Sie sagen mir blind. Ja, ich habe Ihnen doch gesagt, das Taxi kommt mich abholen. Ich lasse mir da immer Aha, okay. helfen. Ich kann Okay, nichts können Sie mehr bitte sehen. Ihren Nachbar anrufen? Können Sie Ihren Nachbar anrufen? Oh, ich habe die Telefonnummer gar nicht von denen. Ich habe so nichts zu tun mit den Leuten. Oh, dass das jetzt so ein Mein lieber Problem ist, das hätte ich ja nicht gedacht. Das hätten Sie mir doch vorhin schon sagen können. Dann hätte ich das im Laden schon gemacht. Und außerdem haben Sie mir gesagt, ich darf niemandem erzählen davon. Okay, warten Sie bitte kurz in der Leitung. Warten Sie in der Leitung. Ja. Oh Okay, bleiben Sie in der nein. Leitung. Ja. Oh Mann, sag mir das doch gleich, Mädchen. So, hi meine Freunde, da sind wir auch schon zur Nachbesprechung. Meine Güte, das war ja Wahnsinn. So einen Call in dieser Thematik habe ich noch nicht gehabt. Das sind ja sonst die Sachen, die man eher im Fernsehen, in der Presse oder in irgendwelchen traurigen Verlautbarungen der Polizei hört, dass da wieder so und so viele Rentner um so und so viel Geld erleichtert worden sind. Das war echt Adrenalin die letzten Stunden. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin ja sonst einiges gewohnt, aber das versetzt dich doch wirklich in den Nahkampfmodus mental und tatsächlich auch körperlich, weil du, es ist eine real existierende Gefahr da draußen für alle Menschen da draußen, die eine Telefonnummer haben, ist so etwas real greifbar. Dass diese Leute dich anrufen und versuchen, dich eben mit allem, was sie haben, davon zu überzeugen, quasi dein letztes Erspartes zusammenzukratzen. Ich habe jetzt ja mit verschiedenen Leuten gesprochen. Die richtige Auflösung des Calls, wo ich mit dem Chef dieser Betrüger spreche, der sich zur Clanstruktur der arabischen organisierten Kriminalität bekennt, ist für YouTube zu hart. Das tut mir leid, da müsst ihr euch bei YouTube beschweren. Das kann ich nicht hochladen, ohne dass ich mein Standing hier riskiere. Das gibt's für die Kanalmitglieder und für die Patreons aus externer Quelle zum Nachhören, weil das sonst einfach zu böse ist für YouTube. Das tut mir leid, das ist einfach so. Da gibt's nichts drum zu reden. YouTube ist der Meinung, dass die Wahrheit Menschen nicht zumutbar ist. Muss man einfach so sagen. Und dann möchte ich zur Analyse des Ganzen kommen. Wie gesagt, habe ich so einen Call in der Form jetzt noch nicht gehabt und habe tatsächlich das Potenzial gesehen, hier einem Betrüger oder eine Betrügerorganisation den Strafverfolgungsbehörden zugänglich zu machen. Dafür habe ich tatsächlich nach dem zweiten Call die Polizei im entsprechenden Ort angerufen, habe auch direkt eine Zuständige bei der Kriminalpolizei zu sprechen bekommen. Eine wirklich sehr engagierte Frau, die sich dem Ganzen sofort angenommen hat, die das ernst genommen hat. Das haben wir sonst bei einer von 15 oder 20 Dienststellen, wo man anruft. Die Leute wissen damit sonst entweder gar nichts anzufangen oder man muss es so dumm sagen, es interessiert sie nicht, weil sie anderes zu tun haben, was auch wichtig ist, definitiv, aber hier ja auch, muss man sagen. Wir haben sich dem Ganzen direkt angenommen, haben zur vereinbarten Uhrzeit tatsächlich auch ein Team vor Ort gehabt für einen potenziellen Zugriff. Wir sind während dieser Zeit in einem sehr informativen, kurzfristigen Austausch gewesen. Wir haben uns gegenseitig angerufen, wenn es Updates gibt.
Ich habe dann zwischendurch schon das Feedback bekommen von der Polizei, dass bis auf wenige Ausnahmen diese Betrüger eben nicht vor Ort zur Übergabe auftauchen mit dem gepanzerten Transporter und der Notarin, sondern dass die eben anrufen und die Geldcodes haben wollen. Wie es hier dann jetzt ja auch der Fall gewesen war. Und in dem Moment komme ich zu dem Punkt, wo ich selber reflektieren muss. Ich mache es ja sonst so, dass ich den Betrügern eine reale Straße gebe, weil sie das prüfen können über ihre Systeme, aber eine nicht existente Hausnummer. Das heißt, ich nehme einen Block, da gibt es 10 Häuser und nehme Hausnummer 107C oder 67 irgendwas, damit eben niemand belästigt wird mit Einschreiben, Mahnungen, Rechnungen. Ihr kennt ja die ganzen Tricks von denen. In dem Fall habe ich aber kurzfristig entschlossen, ich nehme jetzt eine real existierende Adresse, bei Streetmaps geguckt, ein Einfamilienhaus mit Zaun drum, dass in dem Moment, wo da jemand aufs Grundstück geht, dass die Polizei eben kausal den Zusammenhang feststellen kann, okay, die sind jetzt da, um abzuzocken. Ich habe mir im Nachhinein und dann absolut zu Recht von der Dame von der Polizei sagen müssen, dass das ein sehr gefährlicher Schritt von mir war, weil dort lebten Menschen, das wusste ich natürlich nicht, die dem Baujahr vom Herrn Maulwurf sehr ähnlich kommen. Und damit man durchaus denken könnte, das sind die, die die Betrüger jetzt verarscht haben. Ich habe das den Betrügern im Auflösungscall ganz eindeutig gesagt, dass die Daten fake sind, die Adresse fake sind, dass ich da nicht wohne. Und habe ihnen gesagt, er soll nach Berlin zum Nahkampf kommen, um es mal freundlich auszudrücken. Um eben ganz klar die Aufmerksamkeit von diesen Menschen dort wegzuziehen, die wir mit solchen Anrufen und unserer Arbeit ja schützen wollen. Von daher möchte ich noch einmal ganz unmissverständlich und eindeutig an alle sagen, die irgendwie Scambaiting betreiben oder den Gedanken haben, macht das nicht bei der Ex-Freundin, macht das nicht beim Ex-Chef, beim dummen Vermieter oder irgendetwas. Wenn ihr Calls dieser Art habt oder es mit diesen Kriminellen zu tun habt, entweder ihr macht es mit eurer eigenen Adresse oder ihr lasst sie ins Leere laufen, aber nehmt niemals eine reelle Adresse bzw. eine real existierende Hausnummer, weil ihr damit eben wirklich Menschen in Gefahr bringen könnt. Muss ich ganz klar sagen, da habe ich einen Fehler gemacht. Der hat jetzt zum Glück nicht dazu geführt, dass jemandem etwas passiert ist. Ich habe nur in Anführungszeichen der Polizei ein bisschen Arbeit gemacht, die gesagt haben, sie geben das Ganze, was diese Betrüger machen, trotz allem an die Staatsanwaltschaft weiter, weil ja trotzdem eine Straftat vorliegt. Haben gesagt, diese Aufnahmen sind für sie irrelevant. Ich soll sie für Eventuelles zur Verfügung halten. Darum könnt ihr das heute schon hören. Und dann die zuständige Polizei einfach nochmal ein ganz, 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 ganz großes Lob. Es ist selten, dass sich Polizeidienststellen dermaßen wirklich dafür interessieren, wenn wir aus der Scambaiting-Community uns melden. Wobei die Dame jetzt auch gesagt hat, primär war für sie jetzt der Schutz dieser Menschen interessant, die dort wohnen. Das kann ich nachvollziehen. Anbei nochmal ein dickes, dickes Sorry an alle, die dort eventuell beteiligt wurden. Sei es Polizisten, die ihren Job gemacht haben, sehr klasse, oder die Bewohner dort. Kein böser Gedanke in irgendeiner Form. Wir wollen diese Betrüger aufhalten und wenn ich sowas nochmal mache, dann muss ich es ins Leere laufen lassen oder man muss mich outen und die dann hier vor Ort auseinandernehmen. So viel dazu, das war mir wichtig, das nochmal klarzustellen. Da habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe Menschen gefährdet im Endeffekt aus einer guten Motivation heraus, aber das mache ich so nicht mehr. Wenn solche Calls hier nochmal kommen, werde ich weiter gerne den Blöden spielen, aber eben nicht in einer Form, dass andere Menschen da in irgendeiner Form mit hineingezogen werden. Wenn die irgendwann mal bei mir vor der Tür stehen, ist es mein Problem und zwar meines alleine und da soll kein anderer irgendetwas dafür können. Also ihr mieses Betrügerpack, kommt nach Berlin, wenn ihr mich sehen und richtig schön spielen wollt, aber die Leute, die da wohnen, die haben nichts mit mir zu tun. Das ist Zufall, dass deren Adresse dort stand. Rein ausgedacht von mir. Ne? Von daher, an alle, die zugehört haben, so lange vielen Dank. Ich freue mich, wenn ihr mir ein bisschen Aufmunterndes hinterlasst nach all dem Adrenalin und der Ernüchterung, die ich da erfahren musste. Jetzt habe ich fast 7 Minuten gelabert. Das habe ich lange nicht gemacht. Wer das gehört hat, Codewort 00WC frisch, bitte in die Kommentare schreiben. Dann habt ihr bis zum Ende zugehört und seid Legenden. Bis dann, Freunde. Gute Nacht.